zu Beginn eigentlich von allen Videos hier im Marketingbereich die Übersicht des Marketingmix und in diesem Fall der 4 Ps. Darum geht es ja aktuell in der Videoreihe und wir befinden uns gerade im Kommunikationsmix. Und der Kommunikationsmix ist das, was jeder Laie eigentlich sagen würde, was Marketing ist. Das beschäftigt sich nämlich hier jetzt endlich mal wirklich mit der Werbung. Das hätte man ja laienhaft gesagt zu Beginn, dass Marketing immer Werbung ist. Und das haben wir jetzt gesehen, das ist es ja gar nicht in allen Bereichen. Und auch dieser Kommunikationsmix beschäftigt sich nicht nur mit der Werbung, wie wir sie im Fernsehen kennen, sondern mit diesen drei Bereichen, die wir sehen. Einmal mit genau dem, was ich gerade gesagt habe, mit der Werbung, das nennt man auch Absatzwerbung. Aber es geht auch um die Verkaufsförderung, Sales Promotion ist der englische Begriff. Und es geht um die Öffentlichkeitsarbeit, das nennt man Public Relations. Und hier in dem ersten Video soll es um die Absatzwerbung gehen, also wirklich die Werbung, wie wir es vorhin gesagt haben, die ganz klassische Form der Werbung, wie man sie kennt. Und die Definition von dieser Absatzwerbung ist, und ich habe schon mal fett gedruckt, was man da wissen muss, dass das produktbezogen ist, also bei der Werbung. Bei der Absatzwerbung geht es wirklich um das Produkt, das ich verkaufen will. Es richtet sich an den Endverbraucher, der das auch kaufen soll. Und am Ende steht natürlich der Wunsch aus Sicht der Firma, dass da auch eine Kaufhandlung draus generiert wird. Das muss das Ziel sein. Wir schalten ja nicht Werbung und das kostet ja Geld, einfach weil wir das gerne machen, sondern wir haben ja immer ein Ziel. Und das Ziel ist natürlich ganz klassisch bei der Absatzwerbung, dass dieses Produkt, das ich da bewerbe, ich habe ja ganz viele Produkte vielleicht als Firma, aber mit der Werbung möchte ich dieses Produkt, das ich da bewerbe, auch besser verkaufen im Anschluss. Darum soll es gehen. Und es fällt immer wieder die AIDA-Formel und das ist nicht das Schiff, ja, aber zumindest können Sie sich so merken. Die AIDA-Formel ist die Basis von dieser Absatzwerbung und wir gucken uns an, was sie bedeutet. Klar ist, diese Buchstaben AIDA, die stehen für was und wir sehen jetzt für was. AIDA heißt als erstes Attention. Die Werbung soll Aufmerksamkeit erzeugen. Erstmal soll sie irgendwie griffig sein, sodass die Leute sagen, ja, um was geht's da? Also irgendeine Form der Aufmerksamkeit. Als zweites soll dann wirklich auch das Interesse geweckt werden. Interest ist also das I. Dann Desire. Die Werbung soll diesen Kaufwunsch generieren. Und nicht nur den Wunsch, sondern am Ende soll auch die Action stehen. Werbung soll zu einer Kaufhandlung führen. Das ist die AIDA-Formel. Das ist die Basis oder diese Ablaufbasis von so einer Absatzwerbung. Und nicht nur die AIDA-Formel wird bei uns zumindest mal angesprochen, sondern auch oftmals weitere Fachbegriffe. Die will ich eigentlich nur anschneiden, weil ich glaube, Sie können sie ganz gut nachvollziehen. Werbemittel ist, welche Art von Werbung habe ich da? Habe ich da nur einen gesprochenen Text oder habe ich da ein Video? Als nächstes ist dann der Werbeträger. Der ergibt sich ja eigentlich schon aus dem Mittel. Wenn ich ein Video habe, werde ich das kaum im Radio zeigen können. Also das heißt, der Werbeträger ist dann für ein Video das Fernsehen oder Radio und Hörfunk, für einen reinen Audiospot und bei Videos natürlich auch all die anderen Videoportale und sozialen Medien und so weiter. Das Werbebudget, klar, sagt der Name, ist, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, um das zu bewerben. Der Tausenderpreis ist eine große Nummer, bedeutet also, wie teuer ist jetzt hier die Werbung, um 1000 Leute meiner relevanten Zielgruppe zu erreichen. Der Tausenderpreis fällt immer wieder und da kann man sich auch vorstellen, wenn du in der Halbzeit des Super Bowl Werbung schalten willst, dann wird das eine teure Nummer und dann wird der Tausenderpreis recht hoch sein, denke ich. Wobei, da schauen natürlich auch viele zu, das müsste man berechnen. Es fällt ja auch auf, wenn Sie nachts aus der, keine Ahnung, Kneipe oder Disco kommen und Sie schauen Werbung nachts um drei, fällt Ihnen ja auf, dass da jetzt nicht gerade die Premium-Produkte beworben werden, sondern meist immer nur eine ganz spezielle Form der Werbung läuft. Ja, also da muss man genau schauen, welches Budget habe ich, welchen Tausenderpreis hat jetzt die Werbung hier, die ich da schalten will. Und auch bei YouTube, wenn Sie da Werbepartner sind, geht es immer um die Tausender-Klickraten. Also diese Tausend ist immer eine Zahl, die fällt. So, Zielgruppe. Was ist meine Zielgruppe? Wenn du heute was für Senioren verkaufst, dann ist deine Zielgruppe natürlich was anderes, als wenn du irgendwas für Jugendliche verkaufst. Also du musst wissen, welche Zielgruppe hast du, um dann zu entscheiden, wo schaltest du am besten Werbung, um die zu erreichen. Und das Werbeobjekt steht hier unten, ist das, was ich bewerben will. Das ist im Regelfall als Firma mein Produkt.